Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe Daily. Deine Tagesdosis Angeberwissen mit Chucky Banoki, Sascha und Christian. Heute ist der 26. Januar. Richtig. Ja, ich bin dir mal reingekrätscht. Ja, bitte. Ja, hau rein. Ja. Und heute hat Geburtstag José Mourinho. José Mourinho. Heißt ja eigentlich José Mario dos Santos Félix Mourinho. José. Wie José. Einfach José. Wie unser Jose. Ja, ja, aber sagt man eigentlich José Mourinho oder sagt man José Mourinho oder sagt man José Mourinho oder was sagt José man? Mourinho heißt. Ja, ich habe schon ganz oft gehört, dass sie sagen José Mourinho. Echt? Oder José Mourinho. Ja, nee, José. 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 José Mourinho ja. Ist ja ursprünglich was für ein Landsmann? Portugiese. Wo weißt du das? Weiß ich mal. Gedacht, du sagst Spanier. Nein, José Mourinho ist Portugiese. Ist ja immer so ein bisschen grimmig, ne? So. Ja, und kann auch schon mal so eine Pressekonferenz zum Platzen bringen. Ja, wenn immer so ein bisschen verkniffen. So. Ja. Ja. So gut gelaunt so sieht man selten. Da. So guckt er auch auf dem Bild. Dann. Ja, so guckt er, genau. Aber so richtig gut gelaunt irgendwie. Man hat immer ganz coole Sprüche, aber nie so der Ja, Lustige. Ab und zu auch ein bisschen bösartig. Ja. Ja. Also ist nicht so mein Fall. Hieß es also, Special One? Ja, Special One. Ja. Genau. Ja, was war am 26. Januar noch? 1924 wurde die Stadt Petrograd zu Ehren Lenins in Leningrad umbenannt. Ah. Ja. Petrograd zu Leningrad? Leningrad. Und wie heißt es heute? St. Petersburg. Richtig, genau. Ja, das weiß ich ja noch. Die Lieblingsstadt von Wladimir Putin. Die Lieblingsstadt? Ja. Aha. Ja, er ist auch Fan von St. Petersburg im Fußball. Was ist deine Lieblingsstadt? Eine Lieblingsstadt? Also Edinburgh in Schottland. Edinburgh finde ich super. Das ist echt eine geile Stadt. Also für alle da draußen, Edinburgh. Edinburgh in Schottland. Ja, genau. Edinburgh. Ja. Edinburgh. Okay. Das ist die finde ich geil. Ich finde Amsterdam gut. Ist halt in Holland, ne? Sind halt viele Holländer. Ja, es ist relativ viele Holländer. Aber gar nicht mehr so viel. Ja. Okay. Wenn du an den richtigen Tagen am Wochenende bist, sind kein Holländer da. Gar kein Holländer da. Nee, auf jeden Fall, wenn du da im Zentrum bist, da sind keine Holländer. Ja. Nee. Findest du Engländer, findest du Deutsche, Ruski, alles, aber Holländer. Holländer, die haben dann auch keinen Bock mehr. Nö. Ja. Nur Touristen. Nur Touristen. Alles nur kleine Touristen. Da was war noch am 26. Januar? Am 26. Januar waren die Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo. D'Ampezzo. Ja. Ja. 1956 ist es eingeweiht worden, also da war die Eröffnungsfeier. Okay. Und da war der Toni Seiler hat damals gewonnen. Toni Seiler. Heute noch bekannt als Legende. Mhm. Hat damals alle drei alpinen Goldmedaillen abgeräumt. Riesenslalom, ich muss ablesen, Riesenslalom, Slalom und Abfahrt. Toni Seiler. Später. Der Seiler-Toni. Später hat er alle weggehauen, die irgendwie kamen. Ne? Alles, was nicht bei eins auf den Bäumen war. Ja, das war der Seiler-Toni. Das war der Seiler-Toni. Ja. Alles nur, wenn du einmal Olympia gewonnen hast. Dann kriegst du alle. Da musst du nur machen. Dann bist du der Schnellste, ne? 26. Januar ist auch der Nationalfeiertag in Australien. In Australien. Nationalfeiertag in Australien nennt sich Australia Day. Da waren sie richtig kreativ. Ja, genau. Feiern dort die Landung der Briten. 1788 war das. Ach so. 26. Januar. Da sind die Briten gelandet. Ach, das feiern die 88? Ja, ja. Also, ja, die Aborigines nicht so. Ja, wollte ich gerade sagen. Die feiern das nicht. Also, das ist auch sehr kontrovers diskutiert in Australien. Ja, also, die britischstämmigen Einwohner Australiens, die feiern das. Aber, sag ich mal, die Aborigines, die Ureinwohner, sagen, das ist eigentlich, wo die Besatzer kamen. Eher blöd, ne? Eher blöd, ja. Okay. Also, aber es ist offiziell der Australia Day, der australische Nationaltag. 26. Januar. Heute ist sozusagen Australia Day. Richtig. Ja, genau. Also, was haben wir halt gelernt? Australia Day ist heute. Richtig. José Mourinho oder Jose Mourinho hat Geburtstag. Ah, nee, das war ja nur ein Punkt. Dann halt der Toni Seiler hat ja hier in Olympia. Ampezzo. Hat er gewonnen. Ne? Also nicht er hat gewonnen, sondern es wurde heute die Olympiade eröffnet. Ne? Genau. Und die Stadt. Petrograd, Leningrad, St. Petersburg. Das haben wir auch noch gelernt. Und Lieblingsstadt von Wladimir Putin. Und Edinburgh hier deine Lieblingsstadt. Und Amsterdam. Und eine Stadt, ja, genau. Ja. Da haben wir es. Bis morgen. Cheerio, bis Sophie. Oder.